Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir werden heute eine Maske drauf machen. Ich habe mir diese wunderschöne Maske ausgesucht. Ja, die hatte ich irgendwo mal drinne gehabt in einem Paket oder ein Schwäschwanderpaket rausgenommen oder was ich gewonnen habe. Das weiß ich leider nicht mehr. Ich habe jetzt diese Maske von Elixir Intense. Genau. Werden wir austesten. Hier hinten steht noch etwas drauf. Pflegt. Oh, die pflegt auch. Hier steht auch noch was drauf. Hier steht die Maske. Ach, hier stand es. Anwendung. Gesicht gründlich abschminken, reinigen und abtrocknen. Das haben wir gemacht. Wir haben gerade so eine Routine gemacht, so eine Schminkroutine gerade gemacht zusammen. In einem Video. Das werdet ihr dann auf jeden Fall noch sehen. Packung öffnen, die Maske herausnehmen und aufhalten. Maske auf das Gesicht legen und ca. 10 bis 20 Minuten einwirken lassen. Maske abnehmen und Rückstände in die Haut einmassieren. Okay, die werden wir austesten, diese tolle, tolle Maske. Ja, wir werden die war kurz im Kühlschrank und so 3 Minuten. Ja, wir werden die mal öffnen. Mal, was sie genau kann. Hier Loron steht hier noch etwas drin. Ja, so wie ich es ungefähr lesen kann. Die Maske ist auch schon. Achso, ja, stimmt. Die hatte ich. Hatte ich die nicht. Wo die Liebe mir das zugeschickt hatte, das Päckchen. Ja, das sie mir zugeschickt hat, da war das mit drin gewesen. Die ist abgelaufen vom 19.05.2023, aber das ist nicht schlimm. Ich benutze trotzdem auch abgelaufene Masken. Was soll daran so Schlimmes sein, jetzt so gesagt? Also die ist wirklich sehr viel getränkt, also Zeug ist drin. Wir werden die jetzt mal öffnen. Öffnen, öffnen. Wir brauchen den Anfang. Ja, wir haben gerade zusammen ein Schminkvideo schön gemacht mit einer tollen Palette. Dann haben wir noch abgeschminkt, haben wir uns noch Routine gemacht. Ja, und jetzt kommt eine tolle Maske zum Entspannen. Na komm. So. So. Passt gut in mein Gesicht. An mein Gesicht, Entschuldigung. Also getränkt ist die extrem. Also ganz schön viel da drinnen, liegt immer noch Serum. Das nehme ich aber dann immer so ein bisschen für meine Füße oder für meine Waden oder für meine Arme. Ja, oder dann nochmal fürs Gesicht mache ich das auch manchmal nochmal drauf im anderen Arm. Nochmal das restliche Serum. Ja, genau. So, Hände eincremen, so Arme, andere Arm, schön, ja. So, wir werden heute mal noch ein, ja, Maskenvideo machen und noch ein bisschen Redevideo. So, meine Lieben, tut mir leid für die kleine Unterbrechung. Ich wollte ja noch sagen, was wir diese Woche Schönes unternommen haben oder was wir gemacht haben, so ein bisschen. Ja, so viel eigentlich auch nicht. Ich war am Wochenende total verpennt gewesen. Wir waren bei der Polizei gewesen. Da war ja Tag der offenen Tür. Und da wären wir eigentlich woanders gewesen. Das haben wir jetzt auf dieses Wochenende jetzt verschoben. Ja. Also wir waren am Samstag bei der Polizei gewesen. Da war Tag der offenen Tür. Am Sonntag haben wir komplett Rouge gemacht. Ich habe da Nintendo Switch gespielt. Mein Kind hat da ein bisschen im Zimmer gespielt. Mal ein bisschen auf dem Fernseher geguckt. Ein bisschen. Ja, genau. Und am Montag, also wir haben heute Dienstag, Montag, da hatten wir noch ein paar Kinder hier unten gehabt, ein größeres Kind und ein kleineres Kind. Die haben zusammen gespielt im Zimmer. Ja, dann waren wir kurz oben bei der Nachbarin, wo wir die Kinder ja hatten. Ja, da hatte ich ihr noch was gemacht, für die Kinder noch was eingestellt. Ja, für diese McDonald's Junior, wo man sich anmelden konnte. Genau, das habe ich bei ihr gemacht.
Und dann haben wir oben noch ein bisschen Abendbrot gegessen. Da gab es Spaghetti mit Schinken und mit Sahnesoße, Käsesoße, sowas in der Art. Ja, dann sind wir runter, haben wir uns Bett fertig gemacht schon am Montag, am Dienstag. Nee, dann waren wir vorher noch bei der Logo gewesen am Montag, genau. Erst in der Schule arbeiten, Logo, dann ein bisschen ruhig gewesen, dann haben wir Besuch gehabt und mit den Kindern und dann waren wir oben und dann haben wir unten Zähne geputzt und dann Bett fertig gemacht, so rum. Und gestern, nee, warte mal, heute ist Dienstag. Ja, heute ist Dienstag. Nee, es war heute Dienstag. Warte mal, ich habe keine Brille auf. Ich sehe nichts. ja, heute ist Dienstag. Heute haben wir einen ruhigen Tag gemacht. Also Arbeit, Schule. Mein Freund hat ja Urlaub. Und ja, genau. Haben wir heute ein bisschen ruhigen gemacht, entspannt. Ich habe noch heute drei Videos gedreht. Ein Schmink-Vollschmink-Video. Komplett Vollschmink. Dann habe ich eine Abschminkroutine gemacht und dann habe ich eine Maske mit euch zusammen drauf gemacht. Genau, das haben wir schon heute gemacht zum Dienstag. Am Mittwoch ist auch nicht so viel los. Noch ein paar Anrufe machen vielleicht nur und dann, ja, das meiste wird am Samstag und am Sonntag passieren. Am Samstag sind wir zu meiner Geburtstagsfeier eingeladen, zu meinem Kind. Und am Sonntag gehen wir zu unserer Oma und Opa. Da gehen wir nochmal den Schulanfang nachfeiern, weil die ja nicht da waren, weil die auch Schulanfang hatten an dem Tag. Ja, genau. Das werden wir jetzt ein bisschen nachfeiern, nur ein bisschen Kuchen mitbringen und ja, reicht ja. Genau, das werden wir machen. Ja. Und dann ist die Woche auch schon wieder komplett rum. Ich habe eigentlich gedacht, ich könnte mal ein ruhiges Wochenende machen wieder. Leider, leider, nichts passiert. Da muss ich noch zwei Geschenke kaufen. Ah, nee, nur eins. Ja, für das Geburtstagskind muss ich noch was kaufen. Mit Elsa und Anna. Anna und Elsa. Wollt ihr irgendwas haben? Genau. Und die Woche wird nur noch arbeiten, Schule. Mein Freund hat ja Urlaub. So ein bisschen ruhig. Ich bin irgendwie nur so, irgendwie groggy, keine Ahnung. Dass das Wetter wieder ist, von schön, wieder auf kalt wieder. Boah, diese Woche ist sowas von arschkalt gewesen. Ich hatte gestern schon meine dickere Jacke angehabt und heute hatte ich schon meine Decke rausgeholt, meine schöne kuschelige Decke rausgeholt. Also bei uns total. Ich schaue mal noch meine Jacke an. Ich könnte sie schon anziehen. Durch die Maske, die macht mir gerade so kalt. Ja. Ist bei euch auch jetzt gerade so kalt? Erst übelste warm und dann eiskalt. Ob wir schon langsam den Herbst kriegen würden. So fühlt sich das ja an. Bei uns. Ja. Und sonst gibt es bei uns nichts Neues. Ja, Schule ist auch soweit bei meinem Sohn. Alles in Ordnung. Ja, heute alleine hochgegangen im Unterricht, also im Klassenraum. Sich ausgezogen, also Jacke, alles im anderen Raum ausgezogen. Ja, genau. Schule bringe ich ihn ja, dann geht er ja an Hort, macht meine Hausaufgaben und dann hole ich ihn meistens immer schon. Oder macht hier zu Hause Hausaufgaben. So wie ich Lust habe, eigentlich immer abzuholen. Ich bin das irgendwie nicht so dran gewöhnt, dass das Kind so lange im Hort bleibt. Ja, bin ich echt ehrlich. Ich habe heute meine Fingernägel wieder gemacht, ein bisschen bunt. Ja, die Hand ist gelb geworden und die ist irgendwie bunt. Keine Ahnung warum. Ich hätte erst danach irgendwie Lust auf bunt gehabt. Aber egal. Ja, das hatte ich ja bei der lieben Antje ja gekauft. Wo ich ja, ich weiß nicht, ob ich euch das gezeigt hatte. Das mit der Lampe und mit diesen Nägeln.
mit der 1 oben drauf, die 2 und Schritt 3. Weiß nicht, ob ich euch das gezeigt habe. Wenn nicht, dann werde ich nochmal ein Video machen. Aber eigentlich habe ich es, glaube ich, schon gemacht, das Video. Ja. So. Ja, das haben wir gemacht. Ja. Sonst ist eigentlich nichts Neues bei uns. Nächste Woche wird auch noch ein normaler ruhiger Tag irgendwie werden. Nächste Woche ist ja schon wieder der erste. Ne, diese Woche. Ja, am Freitag wird auch der erste sein, diese Woche. Ach, die Zeit geht manchmal so schnell, aber manchmal, da hat man gar keine Lust mehr, irgendwas zu machen oder sowas. Bitte raus mal gehen, ja, aber irgendwie, manchmal fehlt einem die Kraft oder die Energie, so gesagt, finde ich. Ja, noch irgendwas noch zu machen. Wir waren ja letzte Woche ja auch noch mal baden gewesen. Am Mittwoch und Donnerstag waren wir baden gewesen. Im Schwimmbad, also offenes Schwimmbad. Also offenes Bad. Ja, genau. Das war schön gewesen. Mein Sohn hat langsam ein bisschen den Sinn des Schwimmens verstanden. Wie Schwimmen funktioniert. Das haben wir geübt schön. Ja, er hat es auch sehr gut hinbekommen. War ich echt stolz. Ja, und dann wird das Wetter so mies, dass wir nicht schon mal schwimmen gehen können. Dass wir mal weiter üben können. Ja. Ich will vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche nochmal ins Kinderland mit ihm gehen, wenn das Wetter so bleiben sollte. Gehe ich mit ihm noch ein bisschen ins Kinderland, ein bisschen spielen. Vielleicht kommen noch ein paar Kinder mit. Mal gucken, wer Lust und Laune hat. Ja, das wird auf jeden Fall passieren. Ja. So. Wir haben es schon 19.02 Uhr. Ja, wir werden jetzt diese Maske abnehmen. Ups. Das ist die Maske. Ist immer noch richtig schön gewesen. Ja, ich lege die Maske erstmal jetzt hier in diese Dose rein. Weil ich nichts anderes gerade hier habe. Also diese Maske ist wirklich super. Also die kommt bestimmt nicht von hier. Die ist irgendwo von bestellt worden oder irgendwo. Ja. Eigentlich eine gute Paris. Steht hier da. Paris. So, das andere werden wir jetzt ein bisschen einmassieren. Das werde ich jetzt auch erstmal einwirken lassen, richtig in der Haut. Ja, und noch ein bisschen einziehen lassen, auch wenn es jetzt gerade so viel ist. Ich lasse es trotzdem schön einwirken lassen. Ja, meine Lieben, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Und ja, und wir sehen uns auf jeden Fall bei einem nächsten Maskenvideo. Tschüssi!